Blasse, Mann. Bestimmt ist der Dungeon nur alternativ. Kannst du machen, wenn du Bock drauf hast, kannst du aber auch lassen. Dann lass es. Nein? Wobei 111 Damage ist doch schon ziemlich krass. Ja, eben. Ich würde echt auf Fernkampf, wie gesagt, gehen. Dann muss ich erstmal eben die Pistole holen. Nein, nicht immer digitieren. Ich habe ja noch nichts zum Digitieren. Schlitzschwert war dieser Doppelschlag, ne? Kann sein, ja. Warum? Nee, Zerschmetterer war das. Mit den zwei Dingern? Ja. Ja. Kampffalke hat sogar noch mehr Stärke. Achso, als die andere Waffe. Okay, ja. Ich kann mal gucken, was ich hier so Neues an Items kriegen kann. So, Pistole haben wir, Langschwert weg. Hauptsache mehr Power. Okay, der Kampffalke ist tatsächlich stärker. Kampffalke A. Ich nehme den mal. Wer hat das denn gestern gesagt mit Digimon World 1 wie Mac? Zuschauer sagte das auf einmal. Elementkern. Verteidigung 185. Weisheit und Spirit geht runter. Alles. Wow! Oh, der hat die ganzen Items behalten, die Rüstung, die ich eingesammelt habe. Ja, sei doch froh. MP sinkt ein bisschen, egal, aber Hauptsache mehr Verteidigung. Sonst haut mir das Ding ja wieder direkt um. Was können wir da noch einbasteln? Oh, noch eine Rüstung! Cool! Da kriegen wir sogar mehr... Alter, guck mal hier! Dann hau rein! Hau rein! Ja, was? Moment, was? Weisheit und Spirit wieder tiefer. Am besten das, was am meisten steigert. Na, wo hier geht die Verteidigung nochmal richtig hoch? LP geht nochmal richtig hoch. Verteidigung. Geschwindigkeit sinkt aber schon. Ja, Geschwindigkeit brauche ich auch. Für den Kampf auf jeden Fall. Beastboard. Geschwindigkeit und Stärke geht hier hoch beim Beastboard. Vielleicht sollte ich das lieber nehmen. Moment, hier geht auch Geschwindigkeit hoch. Angriff geht hoch und Verteidigung. Hier geht alle... Dann nehme ich lieber das da, Achilles B. Ja, so kann man doch spielen, ne? Wenn man langsam mal ins Spiel reinkommt und versteht. Übrigens, vorhin, als ich ins Spiel reingegangen bin, ne? Da war ich ganz schön verwirrt. Warum? Dann gehe ich auf Spiel starten und dann war da kein Speicherstand. Ich dachte, was? Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott! Dann bin ich einfach mal auf Digimon rufen gegangen und da war da mein Digimon, mein kleines Wemon. Ach, Shichimon Haus gibt es auch und man kann Mega-Level erreichen. Man kann Mega-Level erreichen. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon total geflasht von dem Spiel. Alter! Das ist mal eine kleine Axt. Wow. Nenn mich Gimli. Gimli Gläubsohn. Okay, Magie haben wir ein bisschen eingebüßt. Ich denke aber, das ist in Ordnung. Ich glaube, Blossomon ist auch nach zwei elektrischen Treffern zu Boden gegangen. Dann lag es da erstmal. Vielleicht ist das der Moment, in dem ich am besten angreifen kann. Was machst du denn da jetzt? Hallo? Wer? Ja, du! Ja, sonst? Ich versuche, irgendwie in den Raum zu kommen für uns! Hallo? Du bist, ja, auch schon okay. So, du bist auch schon so geflasht und jetzt... Oh ja, genau, ja. Was Alter, du, wie geil wäre das bitte? Digimon in Englisch und dann... Oh, das ganz Neue! Oh mein Gott! Warum spielen wir Digimon World 4? Lass lieber das Digimon spielen! Oder machen wir auch ein Together am besten draus, so mit zwei Bildschirmen, so ein Race. Wer ist am schnellsten durchs Spiel durch? Aber erstmal schaffen wir, ne? Das war ein Scherz, keine Sorge. Wenn damit ich auch erstmal allein in den Genuss des Spieles komme. Ja, ich hab
Eigentlich bist du dran, das zu besorgen, weil ich hab Dinge ohne Menschen für dich auch besorgt. Ja, stimmt schon. Ja, ich habe keine Items mehr, super. Aber ich habe meine Tor- und meine Erwachen-Disk noch alle. Das heißt, ich kann meine Items nachher so wiederholen. Jo, jetzt mache ich schon 14 Schaden, geil. So, Zeit, dass ich mal ein bisschen mehr Damage hier mache, ey. So, liebe Zuschauer, ich werde auf jeden Fall wieder viele Digimon platt machen müssen jetzt auf dem Weg dahin, weil ich ein paar LP-Disc haben muss. LP-Disc! LP-Disc! Geil! Umso mehr wir haben, desto besser ist es nachher im Kampf gegen Blossomon. Und ich muss mir merken, dass ich vor Blossomon nicht wieder meine Items verbasel, weil wir uns da ja heilen können. Bam! Doppelrap, ja. Ich sollte definitiv nachher erstmal auf Fernkampf gehen, da hast du schon recht mit. Ja? Könnte sicherer sein, weil Blossomon ist ja jetzt nicht so ein einfaches Digimon. Ja, oh mein eben. Gott. Boah, ich hasse Webseiten, die sowas von voll mit Werbungen sind. Hast du keinen Adblocker drin? Nee, noch. Naja, könnte ich eigentlich anmachen, kurz, hast recht. Aber dann hast du einen sehr Let's Player-freundlichen PC. Ja, seid doch froh! Also, eine japanischen komme ich ran. Okay. Wenn der Download jetzt gleich funktionieren würde. Der lädt und lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Vielleicht sollte man auch da unten draufklicken. Oh, ja, jawoll! Wo soll die Datei hingespeichert werden? Speichert die mal da 11 Minuten. 11 Minuten? Ja, mit 200k, ne? Der geht schon hoch. 7, 6, sind 627 Megabyte. 0,7, also nicht, das sind gerade mal, das ist nicht mal hier 16k, die ich hier gerade habe. Ja gut, ich lade doch nebenbei noch hoch, das darf man auch nicht vergessen. Oh, ich muss noch ein Together-Part heute hochladen, fällt mir gerade ein. Du musst auch noch viele Dateien heute hochladen. Also, an den japanischen komme ich dran. Dann kann ich ja mal gleich. Soll ich einfach mal ausprobieren? Ey, das wird. Ich sehe zwar nicht viel vom Spiel, sorry, das tut mir leid. Entschuldige ich mich jetzt schon mal bei dir. Ja, aber das ist ein tolles Together, was wir hier machen. Ja, aber du bist doch genauso neugierig, oder? Ja, natürlich. Also, jetzt kann ich 5 Minuten bei dir zugucken. Also, an den japanischen komme ich ran. Ja, cool. Problem. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwie noch das Englische drauf. Aber es hilft uns alles nichts, wenn der Emulator das nicht abspielt. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Wobei die andere war ja auch eine Englische. Nee. War eine japanische. Oh, japanische, ne? Ja, eben. So, gleich mal Viren. Gib nur ein paar LP. Ja, noch eine LP, das ist geil. Gleich noch den Virenscanner durchjagen, man weiß ja nie. So, Leute, jetzt kommen wir auch langsam voran. Wir gehen nochmal in die Höhle. Die Höhle des Löwen. Ja, und dieses Mal schaffen wir es auch. Bist du dir ganz sicher? Ich hoffe. I hope so. Very much. Mein PC. Ich meine, ich muss einfach nur meine Items sparen. Mein PC muss so viel machen gerade: runterladen, hochladen, rendern, Skype. Ja, okay, aber du hast auch einen richtig guten Gamer-PC. Ne? Das darf man nicht vergessen. Bei dem kann man das mal machen. Bei dem kannst du das locker bringen. Ja. Also, ah, wir haben unsere Karten und so, das heißt, wir haben alle Digimon erstmal besiegt. Wenn ich dir sage, dass ich meistens sogar mehr als 16 RAM verbrauche, dann ist schon krass. Oha, das ist echt einiges. Also mit 16 komme ich schon gar nicht mehr aus, ist mir manchmal aufgefallen. So, echt? Wenn du den Tastmanager aufhast, geht der manchmal wirklich nah an die 16 dran. Das ist. Wow. So. Was macht eigentlich dein Laptop? Mein Laptop läuft noch gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Stellenweise würde ich mir wünschen, dass er wieder ein bisschen schneller wäre, aber mit den Jahren kommen ja auch ein bisschen Macken mit dazu, ne? Ja, eben. Das lässt ihn gerne. Aber solange er noch funktioniert, brauche ich auch keinen neuen. Ne, warum auch? Kostet richtig. Doch nur Geld. Genau. Oder hast du dir mal wieder vor, so einen normalen PC zu holen, wo du auch Sachen austauschen könntest, theoretisch. Du meinst so ein Stehteil, ne? Ja, genau. Das könnte ich mir überlegen, wenn der Kellerraum fertig ist. Da habe ich das Ding eben immer da unten stehen und könnte da mit dem Laptop eben schnell Videos mal beim Fernsehen gucken oder so bearbeiten. Aber es kostet auch wieder Geld, erstmal so ein Ding anzuschaffen.
Ne? Ja klar, aber wenn du das jetzt noch ein paar Jahre weiterziehen müsstest, ist das natürlich auf die Jahre gesehen kostengünstiger, ist einfach so. Ja, das ist natürlich richtig. Weil ein Laptop kannst du ja nicht wirklich aufrüsten. Nee, das stimmt. Die bieten sich dafür ja komplett nicht an. Also sind die meistens nach 2-3 Jahren schon eigentlich nicht mehr geeignet für LPs in dem Sinne. Nee, da hast du recht. Oben war ich noch gar nicht beim letzten Mal. Und wenn du dann halt einen normalen Scan-PC hast und du willst jetzt quasi nur eine Komponente austauschen, ja, dann bist du vielleicht bei 100, 150, vielleicht 200 Euro. Mhm. Und so ein richtig neuer Laptop, der kostet dann auch mal, wenn du da musst, ja auch mal 900 oder so hinblechen. Für einen Laptop? Ich habe für den hier 600 bezahlt. Ja, oder 600, aber im Verhältnis ist das ja dreimal so teuer. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man wirklich nur Einzelteile austauschen muss, ist das natürlich wesentlich günstiger. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man PC dann aufrüstet oder so, ne? Also da bin ich ja echt Noob drin. Ja, absolut. Ja gut, mit Tutorials im Internet sollte das machbar sein. Ja, man kann den Tutorials auch folgen und damit seinen PC im Arsch machen. Es gab mal einen Livestream, da wollte jemand einen PC zusammenbauen, der null Ahnung davon hatte. Was? Er hat sich wirklich die Einzelteile besorgt. Und hat 21 Sekunden dafür gebraucht. Im Livestream. Wow. Hat nebenbei, glaube ich, seine Grafik noch geschrottet. Was? So, ich habe jetzt gesagt Fernkampf, oder? Ja. Ich wollte nur mal kurz das Ding hier aktivieren. Ich kann nicht ins Menü. Nein! Jetzt fängt das schon wieder an. Oh, fuck. Ich kann nicht ins Menü. Wieso kannst du nicht ins Menü? Das hätte ich vor dem Kampf machen müssen. Scheiße. Du kannst ja auch versuchen mit Mini. Wie viele MPs hast du denn? Eine. So, jetzt. Ah, warum? Ich hab das doch wegge. Oh, ey, ich krieg das Kotzen. Das Spiel ist einschränkend. Oh ja, das definitiv. Ja, genau. Oh mein Gott, ich will hier weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Ich hab gar keine MPs. Schlecht. Du könntest doch schnell eine Tordis benutzen, dann bist du ja hier raus. Und nimmst die Sachen quasi mit. Ja, ja. Weil bevor du hier die... Weil der hat ja vorhin über 100 Damage gemacht. Aber so kann ich durch ihn durchspringen. Da kann er mir nichts tun. Okay. Nein! Er tut mir doch was. Scheiße! Also merke dir, bevor du da... Warum denn? Hast du das gesehen? Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen mit der Pistole rumballern, um da ein bisschen Skills aufzubauen. Ja, oder so. Leute, es tut mir so leid, dass wir hier irgendwie gar nicht vorankommen. Ist der erste Part schon rum? Eine halbe Stunde nehme ich schon fast wieder auf. Alter Schwede! Alter Schwede! So. Ja, das Projekt wird sich ein bisschen hinziehen. Ein bisschen ist gut. Aber niemand Gottes Willen, da ist ja auch noch mal was zum Empacken drin. Ach, da ist die ISO drin, das freut mich jetzt schon mal. Was habe ich hier noch? Eine Systeminformation, soll man sich die durchlesen? Weißt du, was ich glaube, ich mache? Hm? Ich mache erstmal eine halbe Stunde Parts, bis wir so weit sind, dass wir auch schneller vorankommen. Das ist eine gute Idee. Ja, ne? Finde ich auch. Also jetzt habe ich die ISO. Soll ich die versuchen mal abzuspielen? Mach mal. Und da... Hallo? Phil, bist du noch da? Hallo? Und weg ist er. Ja, natürlich nicht. Gefressen. Oder, wenn du die ISO aktivierst, wirst du in die digitale Welt gerissen. Warte, PSP, da ist der Emulator. Ne, da ist nicht der Emulator drin, oder? Windows. Waffen. Pistole. Doch, das ist der. Scheiße, wie ging denn das nochmal? Was denn? Mit dem Emulator. Alter, ich hab schon lange nichts mehr mit dem Emulator gemacht, ey. Du auch nicht? Nee, du? Nein, mit dem PSP gar nicht. Irgendwann kann man... Ja, die beiden Superknarren. Irgendwann kann man ja auch noch Heilungen hier benutzen, habe ich gerade gesehen. Oh, come on. Aber damit machen wir jetzt auch gut Schaden. Das ist nicht schlecht. Bam! Jetzt muss ich nur Skills aufbauen. Die ROM funktioniert! Nein! Bandai? Bandai? Bandai, natürlich alles ist Bandai hier. Scheiße, mal gucken, ob die Steuerung noch drin ist. Okay, das heißt jetzt also für dieses Spiel, dass man gelegentlich auch von seiner Lieblingswaffe weg muss, um
Fernwaffen oder sowas zu benutzen. Also man muss variieren. Man ist gezwungen zu variieren. Ja, man ist gezwungen. Sei doch froh. Ist doch sonst langweilig. Immer steht hier eine Fehlermeldung drin. Das ist nicht gut. Nein! 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 Hallo? 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 Bist du noch da? Ja. Hörst du mich? Ja, natürlich höre ich dich noch. Kann jemand von euch Japanisch? Das geht irgendwas mit 352 Kilobit. Scheiße. Scheiße. Ich setze mal die Emulation zurück. Ach man, das sah so gut aus. Schade, hätte ja funktionieren können. Ich müsste den Emulator mal upgraden. Das wäre auch eine Maßnahme. Das könntest du natürlich auch versuchen. Gucken, ob die Fehlermeldung nochmal kommt. Das sieht so gut aus. Das läuft ja bis... Der lädt hier irgendwas und dann kommt so ein Piepgeräusch. Piep! Kann es wieder sein, dass das Antivirusprogramm ist, das da piept? Nee, das ist der Emulator, der piept. Das Antivirusprogramm meldet sich gar nicht. Das hätte sich schon vorher gemeldet. Okay. Ja genau, komm auf die Brücke des Grauens, Schweine. Ja, ist okay. Ja, nee, ist klar. Hör auf, dich zu verteidigen, du Asshole. Hallo? Nimmst du mal deinen Hammer weg? Ja, aber durch die neue Rüstung und so verliere ich wenigstens weniger Damage. Also das ist schon mal super. Das ist ja schon mal ein Anfang. Der Wachendisk, LP-Disk. Eine MP-Disk hätte ich gerne noch. Also er kennt auf jeden Fall die... Also das lässt sich schon laden. Aber es kommt immer die Fehlermeldung. Also es ist irgendeine Fehlermeldung. Ich seh schon, komm, was Phil die ganze Nacht wieder macht. Nee, ich muss ja morgen arbeiten. Ach so, ja okay, das ist blöd. Chef, ich kann nicht kommen, ich habe ein kleines PC-Problem. Bam, bam. Ist das überhaupt, warte mal kurz, ist das überhaupt die richtige ISO? Ist das überhaupt der richtige... Das müsste doch der richtige Pfad sein. Ja, ist auch. Also ziehen ist richtig scheiße mit dieser Pistole. Ich habe noch keinen Skill-Up für diese Waffe. Und dabei schieße ich schon die ganze Zeit auf die Gegner. Ich sehe schon, wer kommt jetzt hier. Wir 5 Stunden verbraucht, bis die Kacke funktioniert, ey. Kennst mich doch, wenn ich irgendwas will. Ja, du bist da wenigstens geduldig. Wenn es bei mir nach 10 Minuten nicht funktioniert, dann gebe ich auf. Eigentlich bin ich auch. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte. Wegen dem Livestream-Programm Opera oder wie das heißt, ne? OPS. Kann man da auch das Mikrofonrauschen rauskriegen irgendwie bei der Übertragung? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht. Okay. Ach, ich hasse das, wenn die Kacke nicht funktioniert. Wie sie soll. Oh Mann, ey. So nah am Ziel und doch so fern. Okay. Von den wie das aussieht, ey, dieses kleine Wemon mit diesen Monsterpistolen in der Hand. Ja, Leute, habt ihr jetzt halbe Stunde Parts erstmal, bis wir dann mal endlich vorankommen. Und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwann auch schneller vorankommen. Ich bin mal gespannt, wann wir unsere erste Digitation kriegen. Gar nicht. In Digimon World 3 gab es ja bei Level 5 die Champion-Digitation. Okay. Liegt es jetzt an der Datei, die ich runtergeladen habe, oder liegt es jetzt an... An dir. Am Emulator. Danke. Genau, Leute. Vorhin hat der gute DTM mich nicht gehört, als ich ihn über Skype angerufen habe. Oh, das ist bestimmt wieder deine Technik. Das ist deine Fehlerkunst. Und was war es letztendlich? Bei mir. Er hat Skype ganz leise gehabt, sodass er mich nicht hören konnte. Aber immer erst den guten alten Dan die Schuld geben. Alter, ich habe eigentlich eine Vision, die eigentlich funktionieren müsste da drauf. Was ist denn das? Ey, ich raste. Ich hasse sowas. Moment.
Ja. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich möchte mir aber ein bisschen gar keine Zeit dafür nehmen, denn er soll funktionieren. Mann, ey. Warte, funktioniert das andere Spiel überhaupt noch?